Ja, und weltweit haben sich mittlerweile knapp 14.500 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Trotz einer besonderen Sensibilisierung, trotz reiner Reisewarnungen und vieler Hygiene- und Schutzmaßnahmen breitet sich die Lungenkrankheit immer weiter aus. Ausgebrochen ist das Virus in der Region rund um die Millionenmetropole Wuhan in China. Und unter Hochdruck baut die Regierung dort nun Krankenhäuser für die medizinische Versorgung. Jana Spitz. So sieht Arbeiten am Anschlag aus. Gleich zwei Krankenhäuser werden in Wuhan aus dem Boden gestampft, in Rekordzeit. Eine Fläche von mehr als 200.000 Quadratmeter mit rund 1.500 Betten. Diese Größenordnung hält alleine das Leishanshan-Krankenhaus bereit. Die Frist für den Bau des Krankenhauses beträgt 11 Tage. Seit Beginn der Arbeiten vor 7 Tagen haben wir 60% des Projekts abgeschlossen. Unser Aufsichtspersonal arbeitet rund um die Uhr, sodass wir Mängel beheben können, sobald Probleme festgestellt werden, um so die Qualität und den Fortschritt des Projekts zu gewährleisten. Inzwischen haben sich weltweit mehr als 14.500 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, in mehr als 20 Ländern, unter anderem in Deutschland, Frankreich, den USA, Kanada, Thailand und auf den Philippinen. Dort gab es nun den ersten Todesfall außerhalb Chinas. Wir bestätigen, dass ein 44-Jähriger verstorben ist. Er entwickelte eine schwere Lungenentzündung. In den letzten Tagen war der Patient stabil und zeigte Anzeichen einer Besserung. Jedoch verschlechterte sich sein Zustand innerhalb der letzten 24 Stunden. Doch nach wie vor hat vor allem China mit dem Virus zu kämpfen. Für die neuen Krankenlager in Wuhan sind rund 1.400 medizinische Kräfte des chinesischen Militärs entsandt worden. Das Letzte, was wir sehen wollen, ist, dass unser Volk unter einer solchen Notlage leiden muss. Wenn es in Schwierigkeiten ist, sind wir verpflichtet, den Menschen zu helfen. Helfen will nun auch Chinas Zentralbank. Die Wirtschaft des Landes soll vor den Folgen des Coronavirus bewahrt werden. Der Plan, das Bankensystem mit ausreichend Geld versorgen. So sollen morgen zur Öffnung der Finanzmärkte umgerechnet 156 Milliarden Euro fließen.